Na, Party People? Da bin ich aufgewachsen, da drin bin ich geboren. Oh, Leute, ich habe den ersten Anstieg geschafft. Ich schwitze wie ein Tier. Ja, unter mir ist Olvernhau. Sehr schöner Blick, sehr schöner Ausblick. Hey, moin Leute, schön, dass ihr unseren Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, André von Manstuff, und ich nehme euch heute auf eine Tour von Ansprung nach Olvernhau, Rodenthal und Rübenau mit. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dran, auf geht's! Folgen jetzt dem Rungstockbach von Ansprung aus Richtung Olvernhau. Ja, der Rungstockbach ist hier so ein kleiner Bach, tatsächlich so ein kleines Flüsschen, was hier die ganze Zeit uns den Weg zumindest bis Olvernhau begleiten wird. Sehr idyllisch hier. Bis jetzt gefällt mir die Route. Sehr schön. Jetzt muss ich sagen, könnte sich das hier echt zu einem Geheimtipp entwickeln. Schön, wirklich schön. Guckt euch mal die riesigen Berge Holz an. Wahnsinn. Und hier um die Kurve gelegt. Akkurat übereinander geschlichtet. Wahnsinn, da hinten kommt der nächste. Heute Nacht hat es mehrere Gewitterschauer gegeben hier bei uns im Erzgebirge. Dementsprechend riecht die Luft sehr intensiv hier nach Regen, frischem Wald, Holz. Einfach urig. Ich wünschte mir, ihr könntet das auch riechen und verstehen, was ich gerade meine. Ja, was wir da vorhin gesehen haben, war eine Ringelnatter. Die sind hier bei uns ganz schön häufig im Vorkommen. Vor allen Dingen leben sie da, wo Flüsse und Bäche sind und kleine Teiche, da sie sich in der Regel ausschließlich von Amphibien ernähren. Sprich so Frösche, Lurche. Ja, ich befinde mich immer noch auf dem Abschnitt Richtung Olvernhau am Rungstockbach. Es ist eine super schöne Strecke. Ich bin echt begeistert. Und gleichfalls könnte ich mir für Mountainbiker vorstellen, dass das hier ein super guter, geiler Trail ist. Ich melde mich im Moment über mein Handy.
Meine Kamera hat irgendein Problem, kann nicht mehr aufzeichnen, kann nur noch Fotos machen. Dementsprechend versuche ich das Video hier gerade zum Abschluss zu bringen, dass nicht alle Bilder und alle Daten verloren sind. In so einem Fall ist es blöd, wenn die Technik versagt, aber nützt nichts. Dann müssen wir jetzt durch. Dementsprechend werde ich wohl dann die Strecke für euch zumindest, was das hier betrifft, einkürzen zwischen Ansprung und Olbernhau. Quasi einmal den Rungstockbach entlang. Ja, Julian möchte ich an dieser Stelle ganz doll grüßen. Schade, dass du hier nicht dabei bist, aber ich weiß, dass du hier richtig geiles Material trotzdem noch rausschneiden wirst und das Projekt doch noch zum Ende bringst. Wir sind jetzt 510 Meter über Normal Null. Das ist der tiefste Punkt heute, den wir auf unserer Tour haben. Es geht ab jetzt kontinuierlich bergauf, dann immer noch als Ziel der Stößerfelsen mit dem Endziel Rübenau. Ich habe mich entschieden, euch trotzdem, dass meine Kamera scheinbar defekt ist, euch mit dem Handy weiter zu filmen, weil ich es schade finden würde, wenn ihr auf dieser Tour nicht dabei seid. Und ich weiß, dass Julian hier was Gutes draus machen wird. Entschuldigt bitte dann die Qualität. Also Leute, bleibt trotzdem dran und genießt die Tour mit mir. Oh, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe den ersten Anstieg geschafft. Ich schwitze wie ein Tier. Und von den Anstiegen kommen mindestens noch mal drei. Ich werde jetzt weitergehen mit dem Ziel, an Olbernhau vorbeizulaufen. Vielleicht hier und da einen Fernblick zu erhaschen. Und dann geht es weiter zum Stößerfelsen. Am Stößerfelsen selber werde ich dann mein Picknick einlegen und natürlich den wohlverdienten Knacker essen. Auf geht's. Wir haben ungefähr 10 Kilometer der Strecke hinter uns. Jetzt liegen noch 9,5 Kilometer vor uns, bis wir dann in Rübenau sind. Viel Spaß! Guckt euch das an. Schöner Fernblick, die Wolken, perfekter könnte es nicht sein. Wirklich toll. So, nichtsdestotrotz, hier könnte man verweilen, mache ich aber nicht, weil es für mich heute tatsächlich ein anderes Highlight gibt und das ist der Stößerfelsen. Wir werden jetzt einmal Olbernhau umrunden und gehen Richtung Rotental und dann geht's zum Stößerfelsen. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke geschafft. Dementsprechend wird es auch bald Zeit, dass der Stößerfelsen dann in die Nähe kommt und ich endlich meinen Knacker bekomme. Überall auf der Wiese hier solche Blumen. Wunderschön. Und zwar gibt es hier so viele, dass die ganze Wiese so lila Tupfer hat. Schön, oder? Ort merken, Olbernhau, herkommen, Blumen gucken. Weiter geht's nach Rübenau. Wir haben eine Außentemperatur von um und bei 20 Grad. Dadurch, dass das letzte Nacht aber sehr stark gewittert hat, ist es auch noch extrem schwül gerade. Jo. Ich bin froh, wenn ich am Stößerfelsen bin. Falls ihr euch wundert, ja, in dem mittleren Abschnitt meiner Route geht es tatsächlich bergauf, bergab, bergauf, bergab. Und bergauf. Aber wie gesagt, der Anblick, der schöne Wald und alles entlohnt gerade auch für die Schmerzen in den Beinen.
doch schön, oder? Ja, Leute, da hinten, das war der höchste Punkt bis jetzt, 749 Meter. Ja, aber jetzt geht es erstmal bis zum Stößerfelsen leicht bergab. Und da warten die Knacker. Yeah! Knacker addicted. Ja, wir sind angekommen. Wir sind auf dem Stößerfelsen. Wie ihr sehen könnt, 683 Meter über Null. Und der Stößerfelsen liegt sowohl auf dem Kammweg als auch auf dem Fernwanderweg E3. Na Party People, sicher habt ihr es schon erahnt, was jetzt hier gleich passieren wird. Ich werde meine Knacker essen, schön einen Saft trinken, Picknick machen, bisschen entspannen und die Fernsicht genießen. Leute, wollt ihr mal riechen? Oh, Knacker. Oh. Meins. Hey Leute, falls ihr auch, so wie ich, einen Lieblingsplatz habt, zu dem ihr immer wieder wandert oder den ihr immer wieder besucht, schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Vielleicht besuche ich den Platz mal mit Julian zusammen. Wäre doch schön, wenn man sich da vielleicht auch mal trifft. So, liebe Sportgemeinschaft, hab jetzt hier lang genug rumgegammelt und nichts gemacht. Ich werde mich jetzt auf dem Rückweg nach Rübenau machen. Das dauert so circa noch 2-2,5 Stunden. Bleibt einfach dran und bis gleich auf dem Weg. Ja, wie ihr sehen könnt, wird immer noch hier viel Holz geschnitten. Wir haben auch, das ist ein einzigartiger Service an unseren Wegweisern, Rent a Shoe. Das ist ein neues Modell, das ist ein Versuch, was nur hier im Erzgebirge erstmal stattfindet. Wir werden dann schauen, ob wir das in die weite Welt tragen können. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln, wie es hier rings um Olvernhau herum aussieht. Genauer gesagt zwischen Ansprung, Rungstocktal und Rübenau. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal. Kritik oder Anregung immer bitte in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr ja aber auch Ideen, was wir demnächst für euch vielleicht mal machen sollen. Vielleicht ist da ja was für uns dabei, was quasi zu unserem Konzept passt. Ja, ich sage jetzt bis bald, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, ciao, euer André. So, Leute, da bin ich aufgewachsen, da drin bin ich geboren. Und da habe ich gern gespielt. Schöne Ecke hier. Kommt gern wieder her. Rübenau. Oh, Pischu bemerkte, dass die Flasche nicht mehr da ist, die in seinem Rucksack steckte. Die wollte er zum Wandern mitnehmen.